Ja, mein Name ist Rainer Blatt, ich bin Experimentalphysiker an der Universität Innsbruck und wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation. Und wir arbeiten zum Thema Quantenphysik, insbesondere zum Thema Quantencomputer und deren Anwendungen für die Kommunikation, aber auch für das Rechnen von physikalischen Phänomenen. Diesem Sinne gibt es Leute heute, die sagen, die Information wird quantenmechanisch beschrieben durch die Wellenfunktion, die ich da angebe. Für uns in der Computerwissenschaft und Experimentalphysik können Sie sagen, die kleinste Einheit der Information, der klassischen Information, ist das Bit, also eine 0 oder eine 1. Klarerweise ein Unterschied, den wir erkennen können. In der Quanteninformation ist die kleinste Einheit dieser Information das Quantenbit. Aber hier schon sehen wir gewisse Probleme. Das Quantenbit selber kann in sehr vielen verschiedenen Superpositionen sein. Es ist also nicht nur 0 und 1, sondern es kann 0 oder 1 sein mit verschiedenen Amplituden. Die Frage ist natürlich, wie realisiere ich das? Denn was immer Sie machen, Information ist physikalisch. Entweder ist es es muss in der Regel ein physikalisches Objekt sein, oder es muss ein physikalischer Prozess sein, mit dem Sie tatsächlich diese Information verarbeiten. Ja, ob das am Abakus ist oder ob das am Atom ist mit irgendwelchen Überlagerungen oder ob das in einem klassischen Computer ist, in dem Sie einfach Ströme schalten. Es sind physikalische Objekte und Prozesse. Also die Information selber steckt in den Objekten. Und das Verändern der Information steckt in den Prozessen. Das ist die Frage, was Sie als Information bezeichnen. Es gibt natürlich eine andere Möglichkeit, die Information zu sagen. Information ist zum Beispiel, ob jemand grüne oder blaue Augen hat. Das wäre einfach 0 oder 1. Aber Information, die nützlich ist, wird von den meisten Leuten ja anders gesehen. Aha, das ist eine Frau, die grüne oder blaue Augen hat. Dann korrelieren wir schon wieder zwei Dinge miteinander. Das heißt, die Information steckt in dieser Korrelation. Was vermutlich viel sinnvoller ist, oft anzugeben, als einfach nur die Bitzahlen, also die Adressen, was ich da habe. Also Information würde ich eher in diesem Sinne sehen und nicht so sehr als die reine Nummerierung, das ist die Hausnummer, da finde ich das und da finde ich das. Das klassische Bit ist einfach eine 0 und eine 1, was man das physikalische Objekt realisieren kann, ein Schalter, der nach unten zeigt, 0, oder ein Schalter, der nach oben zeigt, 1. Diesen Schalter kann ich jetzt auf verschiedene Arten und Weisen machen. Den kann ich im Abakus mit einer Kugel links und rechts machen. Den kann ich mit einem Strom machen oder kein Strom, mit einer Spannung und kein Strom. Da gibt es viele Dinge. Das ist ein klassisches Bit. Es gibt nur genau diese zwei Zustände. Tertium non datur. Beim Quantenbit ist das anders. Hier haben wir das Wellenbild zu nehmen. Das heißt, wir schreiben uns diese beiden Zustände, die wir haben, 0 und 1 hin. Es können zum Beispiel die Repräsentationen sein von einer Bahn eines Elektrons und einer anderen Bahn am Atom. Es können auch andere Dinge sein. Machen wir das abstrakt. Und ich bringe diese Dinge in eine Überlagerung. Diese Überlagerung kann aber nun viele verschiedene Phasen haben, wie Wellen das eben so haben. Und anschaulich machen wir uns das Quantenbit auf einer Kugel, indem wir sagen, wenn wir einen Pfeil an den Nordpol zeigen lassen, ist das für uns die 1, unserem Südpol ist die 0 oder umgekehrt, manchmal definiert man umgekehrt, das ist wurscht, aber die Pole sind 0 oder 1. Im allgemeinsten Fall könnte der Pfeil aber da hinten hin zeigen. Und das kann ich angeben, indem ich genau zwei Winkel angebe, nämlich den Kippwinkel und den Rotationswinkel, den ich hier habe. Diese beiden Größen, die stecke ich hinein in diese Überlagerung, wenn ich mir ein Quantenbit hinschreibe. Jetzt gibt es aber, wenn Sie so wollen, ganz beliebig viele Stellungen. Und die Frage ist in der Quantenmechanik, was kriege ich denn heraus, wenn ich eine Messung mache, wo stehst du, lieber Pfeil? Wie ich schon sagte, eine Messung projiziert das Ganze auf den Nordpol oder auf den Südpol. Eine einzelne Messung gibt mir nur klassisch 0 oder 1. Und erst wenn ich 100 oder 100.000 Messungen mache, dann kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, aha, der Pfeil zeigte da offenbar unter 45 Grad in diese 135 Grad Richtung, was die Azimutwinkel angeht.
Und dann ist das noch einmal gewesen. Unsicherheit belastet, weil das natürlich statistisch ist und so weiter. Und das kann ich Wellenbild alles richtig beschreiben. Das ist die quantenmechanische Beschreibung eines Quantenbits. Die Leute sind immer verblüfft, wenn man sagt, okay, ich weiß ja gar nicht, wo sie steht und trotzdem versuche ich damit zu rechnen. Denn bei einer 0 und bei einem 1 weiß ich ganz genau, wo sie sind. Denn 0 und 1 ja, gibt 1 und 1 und 1 gibt 0, das kann ich sofort ausrechnen. Aber es gibt denn jetzt ein Quantenbit an dieser Stelle und mit dem soll ich jetzt was machen. Die Verarbeitung der Quantenbits ist ganz anders als mit einem klassischen Computer. Und da ist der Unterschied. Weil nämlich diese Superpositionen ganz andere Möglichkeiten erlauben. Diese klassische 0 und 1, da macht man Folgendes beim Pentium zum Beispiel. Ich addiere im Register, da steht eine Riesenzahl drin, 1, 0, 0, 1 und so weiter, da hinten ist eine 0. Ich addiere eine 1 im letzten Register und dann kippe ich das um. Okay, da steht die nächste Zahl drin und wenn ich das auslese, weiß ich, aha, ich habe eine 1, eine größere Zahl. Bei einem Quantenbit ist das anders. Denn das Quantenbit, das ist ein quantenmechanischer Zustand. Nehmen wir nur ein zweites dazu. Wenn diese beiden Quantenbits nebeneinander sitzen, dann sind es ja, wenn Sie so wollen, zwei verschiedene Kugeln. Das eine zeigt nach da, das zeigt nach da. Die haben zunächst gar nichts miteinander zu tun. Und dann wären die beiden Quantenbits einfach nur Speicherstellen für das, was ich auch quantenmechanisch tue. Aber sie machen nichts damit. Ich kann aber mehr machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann diese beiden Quantenbits miteinander überlagern, obwohl das eine da ist und das andere an dieser Stelle ist. Obwohl ich jetzt räumlich Zugriff habe zu diesem und zu diesem Quantenbit, muss ich eigentlich sagen, wenn ich die überlagere, ja, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt im Zustand 1, 1, 0, 1, 1, 0 oder 0, 0? Ich muss also die Überlagerung auf mehrere Zustände ausweiten. Und wenn ich jetzt etwas an dem einen Quantenbit mache, mache ich automatisch mit anderen Quantenbits auch etwas. Das heißt, die Operation geht im ganzen Rechenraum. Das heißt, die Rechnung geht eigentlich ganz anders. Man kippt nicht um, indem man wirklich den Schalter stellt, umlegt, sondern man lässt hier den Weg, die Wege lässt man interferieren. Und wenn ich ganz viele von diesen Speicherstellen habe, dann passiert diese Interferenz in diesem riesen Rechenraum. So, als wenn Sie da einen See haben. Mit Interferenzmuster oben drauf und ich werfe da noch einen Stein rein. Das Interferenzmuster ändert sich. Wenn ich lerne, das Interferenzmuster richtig zu lesen, dann habe ich damit mein Ergebnis einer Rechnung, wenn ich genau an bestimmten Stellen diese Steine reinwerfe, gemacht. Und es gibt eben in diesem Raum, den Rechenraum, den wir haben, extrem viele Pfade, extrem viele Wege, die interferieren müssen und können. Und das beschleunigt den Rechenvorgang bei einem Quantencomputer. Bedeutet andererseits aber auch, dass wir all diese Rechenwege und die Interferenzfähigkeit der Rechenwege erhalten müssen. Das bedeutet, wir müssen die individuellen Freiheitsgrade sehr sorgfältig kontrollieren. Und wenn wir das können, dann können wir am Ende aus dem Interferenzmuster, was da ist, aha, das ist 0, das ist 1, 1, 0 und so weiter, können wir auslesen, was ist tatsächlich das Ergebnis dieser Rechnung, die, wenn die Interferenz richtig stattgefunden hat, tatsächlich schneller geht als bei einem klassischen Computer. Was wir tun, ist Folgendes. Wir fangen an mit einem solchen Register, setzen jedes einzelne Atom in den Anfangszustand und dann beginnen wir sie zu verschränken, sodass sie alle einander spüren. Und dann können wir trotzdem, die verschränkt sind, ohne dass ich jetzt tatsächlich eine Messung mache, kann ich diese individuellen Atome, die kann ich auf ihrer Kugel, kann ich die Pfeile umkippen um bestimmte Winkel. Und eine Rechenoperation heißt, ich mache solche Operationen vielfach. Kippt sie immer wieder um. Und wenn die Rechenoperation, die ich hinschreiben kann, als eine Abfolge von solchen Gatterschaltungen fertig ist, dann, wenn alles richtig passiert ist, dann ist das Interferenzmuster, das ich erhalten habe, in diesem Register hineingeschrieben. Und jetzt kommt die klassische Messung. Und ich finde jetzt die Projektion, das heißt 0, 1, 1, 0 und so weiter. Und aus diesem komplizierten Muster erkenne ich jetzt, aha, das ist offensichtlich das Ergebnis dieser ganzen Rechnung, weil die alle miteinander interferiert haben und es geht sehr schnell. Das ist die Idee des Quantencomputers. Es zeigt, also ich bin jetzt darüber hinausgegangen über die reine Definition. Quantenbit
schon, was mehr möglich ist mit einem Quantenbit und was eigentlich der Unterschied ist zu einem klassischen Bit. Es ist immer wieder das Wellenphänomen und die Interferenzfähigkeit dieser ganzen Rechenpfade. Der Knackpunkt ist tatsächlich, kann ich die Kontrolle behalten in der Zeit, in der ich die ganzen Manipulationen mache, in dem Sinne, dass ich keine Informationen verliere an Freiheitsgrade, die dann draußen sind. Also zum Beispiel, wenn ein Photon verloren geht oder wenn eine Anregung, eine Superposition plötzlich von sich aus umfällt, dann habe ich das, was wir vorhin als Dekohärenz diskutiert haben, und dann passieren Fehler. Das kann man auch wieder rückgängig machen über quantenmechanische Methoden. Das ist dann die Quantenfehlerkorrektur. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen. In diesem Sinne passiert tatsächlich also ein paralleler Rechenvorgang. Man nennt das den Quantenparallelismus. Ich persönlich nenne das, man muss ja nicht neue Worte erfinden. Es ist einfach ein Interferenzphänomen. Viele dieser Rechenphänomene, Rechenpfade interferieren gleichzeitig. Wenn ich diese Interferenz störe, indem ich meinen Finger irgendwo hinhalte oder eine störende Messung mache, dann kriege ich natürlich ein anderes Bild heraus. Genauso, wenn Sie ein Interferenzmuster zeigen und den Finger irgendwo reinhalten oder irgendwas stören, kriegen Sie ein falsches Interferenzmuster. Wir haben technisch mittlerweile sicher 15, 18 verschiedene Technologien, wie das heute versucht wird zu realisieren. Die Technologie, mit der wir das hier machen, das ist die Spezialität meiner Gruppe, ist das Fangen von einzelnen Atomen. Atome haben hier einige Vorteile gegenüber anderen Technologien, auch Nachteile. Die Vorteile sind einerseits, dass Atome alle ident sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, die Atome verhalten sich gleich, wenn man sie unter identen Bedingungen setzt. Der zweite Punkt ist der, wir können heute Atome sehr präzise manipulieren und messen mit Laserlicht. Und wir haben quantenmechanische Messmethoden, sodass wir heute sagen können, bei den Atomen, bei den Ionen, wie wir sie verwenden, also ionisierte Atome, wir haben die Möglichkeit mit 100% Quanteneffizienz zu sehen, bei einer einzigen Messung zu sehen, was ist der Quantenzustand. Das ist in vielen anderen Systemen nicht der Fall, das ist sehr schwierig. Deswegen haben wir an dieser Stelle einen gewissen Vorteil. Derzeit sind die Techniken, die wir haben, noch vorneweg. Aus dem einfachen Grund, das war mit die erste Technik, die überhaupt dafür betrachtet wurde. Der Vorschlag kam von Peter Zoller und Ignacy Seracki aus Innsbruck. Und ich hatte diese Technologie, um diese Dinge zu machen. Also haben wir da einen frühen Start gehabt. Aber es gibt viele andere Technologien, mit denen man das machen kann. Noch muss man allerdings sagen, sind die Ionen, wird auch meistens so bezeichnet, der Goldstandard in der Quanteninformation. Also es gibt mindestens zwei wichtige und viele andere kleinere Algorithmen. Die beiden wichtigsten Algorithmen sind einerseits der sogenannte Shor-Algorithmus zur Faktorisierung großer Zahlen. Davon ist man noch weit weg. Warum ist das wichtig? Wichtig ist das, weil viele Kryptographieverfahren wie das RSA-Verfahren auf der praktischen Unmöglichkeit beruhen, große Zahlen sehr schnell in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Das ist Number Crunch in großen Stils, und es klappt. Klarerweise gibt es Agenturen, die gerne wissen wollen, kann man das machen oder nicht. Unter anderem auch Banken und viele andere, die eben viele Signale übertragen müssen, die sehr empfindlich sind. Das ist aber zunächst nicht, im Moment nicht der wichtigste. Es ist sicher einer der motivierendsten Fernziele, die wir haben, und nicht das wichtigste Ziel. Man kann aber mit diesen Methoden jetzt zum Beispiel spezifische Zustände erzeugen, die für Messungen sehr sensitiv sind. Ich kann also über die Art und Weise Zustände miteinander korrelieren, die dann sehr empfindlich auf Störungen reagieren. Ich kann also Feldermesser messen, ich kann schneller messen, ich kann Uhren besser bauen und viele Dinge mehr. Das sind die Dinge, die physikalisch sehr interessant sind. Was wir derzeit verfolgen und was rechentechnisch am nächsten liegt und auch am schnellsten vermutlich in die Richtung führt, womit man Konkurrenz machen kann mit Computern, sind sogenannte Simulationen. Ich kann mit diesen Systemen andere
Systeme einbetten, emulieren oder analog simulieren, sagen wir, oder eben mit einem kompletten Quantencomputer im Sinne dieses Schaltkreisdiagramms tatsächlich digital Systeme durchrechnen, die sich quantenmechanisch verhalten. Quantenmechanisch heißt immer, ich habe eine Wellengleichung zu lösen, Schrödinger-Gleichung. Und diese Schrödinger-Gleichung muss all diese Superpositionen ja irgendwo erhalten. Das wird sehr, sehr groß in klassischen Rechnern, wenn ich diese ganzen Sachen speichern muss. Während der Quantencomputer, ja, da diese Superpositionen ja in diesem Hilbertraum, also in einem Rechnerraum vorliegen, nur mit den Speicherstellen selber arbeiten mussten, die seine Rechenpfade interferieren. Und hier glaube ich, dass der Durchbruch gar nicht mehr so weit weg ist. Es gibt heute schon einige Rechenverfahren, also ähnliche Art, mit kalten Atomen in Gittern, zum Beispiel in der Gruppe von Immanuel Bloch in München, die Konkurrenz machen schon Rechnern. Und wir haben schon erste Simulationen gemacht, die mit normalen Rechnern nur sehr schwer zu reproduzieren sind. Also das ist ein spannendes Feld. Und hier gibt es, das sind die Fakten nach dem, wozu sind sie gut. Das sind die ersten Dinge. Aber generell sind Quantencomputer natürlich auch für Grundlagenforschung gut, damit wir sehen können, wie kann sich die Ausgangsfrage, wie können wir die quantenmechanische Welt in die makroskopische Welt holen? Wie können wir sehen, können wir diese Freiheitsgrade kontrollieren? Und ich bin überzeugt, dass einmal die Quantencomputer tatsächlich auch kleine Helferlein werden für klassische Computer. Wir haben immer natürlich klassische Computer für diese Dinge, aber gewisse Dinge kann man sehr schnell damit machen, immer dann, wenn Signalverarbeitung ansteht, wenn kohärente Prozesse, wenn Schwingungsprozesse gemacht werden müssen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, in Zukunft einmal Word oder PowerPoint mit einem Quantencomputer zu machen. Wir müssen ja nicht gleich mit Kanonen auf Batzen schießen. Es wird auch nicht unbedingt ein Laptop notwendig sein, der jetzt gekauft werden muss. Aber gewisse Prozesse, die können sehr beschleunigt werden. Ein klassischer Computer hat zum Beispiel schon große Probleme, wenn sie die Materialeigenschaften von Problemen aus rein quantenmechanischen Aspekten ausrechnen wollen. Zum Beispiel, sie wollen wissen, wie verhält sich eine Stoffgemisch oder eine Legierung, ein neues Material, magnetisch. Sie wollen wissen, wie zum Beispiel die Eigenschaften sind. Das ist quantenmechanisch, wenn Sie sagen, okay, ich kenne das Atom und ich möchte das jetzt genau ausrechnen. Das ist aber einer gewissen Anzahl von Atomen de facto nicht mehr machbar. Und diese Anzahl von Atomen sind nicht gerade klein. Die Chemiker haben ganz clevere Programme, um damit auch ganz große Atome, Moleküle zu rechnen, auch das Verhalten. Aber da sind sehr viele Näherungsschritte drin, die nicht immer klar sind, von denen wir wissen, sie funktionieren für viele Zwecke gut, für pharmazeutische Firmen, die arbeiten genauso, um große Moleküle eben sich zurechtzubasteln. Aber wenn ich jetzt wirklich spezielle Eigenschaften haben will, ab initio rechnen will, dann ist zum Beispiel selbst bei den größten Rechnern, die wir heute haben, nehmen wir an den Eugene, das ist der große Rechner in Jülich, bei 42, 43 Atomen Schluss. Wenn Sie also wirklich quantenmechanisch alle die Wechselwirkungen zwischen diesen Atomen berücksichtigen müssen, dann können Sie nicht mehr als diese 42 Atome rechnen. Und 42 Atome hoffentlich haben wir bald in unserer Falle, die wir kontrollieren können. Momentan arbeiten wir mit 20, 25 Atomen. Und dann wird es spannend, weil man dann erstmals tatsächlich Eigenschaften, jetzt nicht nur wir untersuchen magnetische Eigenschaften, aber es können auch andere Eigenschaften sein, Verhalten dieser Phononenstränge und so weiter, die man nicht mehr einfach vorhersagen kann mit klassischen Computern. Das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich fürchte, die wollen Geld machen. Und derzeit springen die Firmen noch nicht so sehr drauf an, auf diese Dinge. Es gibt Gruppen, Station Q ist eine Gruppe von Microsoft, die in diese Quantenphänomene hineinkauft. Nein, von Apple weiß ich nichts, ob sie sowas machen. Ich weiß gar nicht, ob er mich versteht. Oh, das müsste ich mir genau überlegen. Wenn ich nur eine einzige, das ist ja die Frage nach den drei Wünschen, wenn Sie sagen, ich habe nur einen Wunsch frei. Also einer der Punkte, die mich schon interessieren, ist, wie kriegen wir die Gravitation und die Quantenphysik übereinander. Das ist ein Punkt, der mir völlig unklar ist. Ich verstehe davon insgesamt zu wenig, aber es würde mich schon prinzipiell interessieren. Und die zweite Frage, die mich wirklich umtreibt, ist, wie können wir Quantenphänomene, und zwar gezielt,
mit in der klassischen, üblichen klassischen Welt kontrollieren und erzeugen? Also können wir solche Quantenphänomene nutzen, großtechnisch, oder wie können wir sie auch manipulieren und erhalten? Ist diese Kontrolle möglich oder nicht? Und wenn ja, wie? Das wären die zwei wichtigsten Fragen, die ich hätte. Und die dritte Frage wäre die, wie kommt es, dass ihr zu uns kommt und nicht, dass wir zu euch gehen? Warum seid ihr so schneller von der Entwicklung her? Da wäre ich sehr, ich hätte sehr viel mehr Fragen noch.